Nach der Absage der St. Martin-Umzüge aufgrund der Corona-Pandemie hat sich schnell eine alternative Idee entwickelt. Überall sollen zu St. Martin Lichter und Laternen erstrahlen. Auch die Stadt Main will mit dabei sein. Wie die Stadt mitteilte, sollen am 10. November dem Martinsabend und am 11. November dem Martinstag die Genoveva-Burg, das Obertor, das alte Rathaus, das Brückentor und das neue Rathaus im Lichterglanz erstrahlen. Auch die Bürger der Stadt sind dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und Laternen und Teelichter zu entzünden. Die Stadt Bad Ems möchte im Jahr 2023 erneut den Rheinland-Pfalz-Tag ausrichten. Das hat der Stadtrat in dieser Woche einstimmig beschlossen. Stadtbürgermeister Oliver Krügel rechnet sich dabei gute Chancen aus, um das Landesfest erneut an die Lahn zu holen. Bereits 2005 war Bad Ems Schauplatz für den Rheinland-Pfalz-Tag. Um das Landesfest zu finanzieren, müsste die Stadt geschätzt 250.000 Euro aufbringen und Sponsorengelder in gleicher Höhe organisieren. Künstliche Intelligenz für polizeiliche Zwecke nutzen. Mit diesem Ziel haben das Bundeskriminalamt, das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz eine neue Forschungskooperation ins Leben gerufen. Eine solche polizeilich-wissenschaftliche Kooperation sei bundesweit einmalig, freute sich Innenminister Roger Lewens. Nötig wird eine solche Zusammenarbeit, da der technologische Fortschritt auch großen Einfluss auf die Kriminalität hat. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.